So, und da sind wir auch wieder bei Sims 3. Mama Schlömpel ist ja gerade lecker am Delfine klatschen fürs Mittagessen. Und dann, wer steht denn da eigentlich? Huch. Na nü, ach, der Olli Gitarro, warum steht denn der hier? Was hat denn der mit der, also was ist denn da los? In seiner Fankleidung steht er hier rum, wenn ich das richtig sehe. Was macht denn der hier bei der Frikadella? Ja, Sekunde, ich muss mal ganz kurz gucken, wie war denn das hier jetzt, den Wände wieder Querschnitt, und dann muss ich erstmal gucken, ich muss wieder ein bisschen reinkommen, hab schon ein paar Tage nicht gespielt, und mal schauen. Ach, da ist der Olli weg. Da fährt er mit seiner Karre. Glückwunsch, Frikadella hat für die Fähigkeit Angeln soeben Level 2 erreicht. Frikadella hat nun die Möglichkeit, ein paar neue Fischarten an Land zu ziehen und Köder zu verwenden. Mit Ködern kann man die verschiedensten Fischarten fangen. Experimentiere ein wenig mit den Ködern oder besorge dir eine Buchhandlung, ein Köderbuch, um zu erfahren, mit welchen Ködern du welche Fische an den Haken bekommst. Manchmal werden die Köder auch verspeist von Frikadella. Bringe also genügend mit. Gut, das ist ja gut zu wissen, aber ich weiß nicht, ob wir so weit gehen wollen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, kann die hier einfach mal weiter angeln? Das Wasser untersuchen? Inar. Komm, Frikadella, untersuch das Wasser. Ach, die schläft lieber, bis sie vollkommen ausgeruht ist. Oh, mon Dieu, welch für Klänge! Hausaufgaben von Tränenmond. Ach, die Kinder machen Hausaufgaben um 2.40 Uhr nachts am Samstag. Während Mama pennen geht, ganz klar. Im Stadion findet gerade ein Spiel statt, das Frikadella sich bestimmt gerne ansehen würde. Greife auf die Karten an sich zu, um das Stadion ausfindig zu machen. Nee, Frikadella pennt doch jetzt erstmal. Die holt sich eine Mütze voll Schlaf, wie es aussieht. Denn sie ist ja schon auf einem halben Energielevel. Da muss man natürlich auch schlafen. Ja, naja. Die Kinder, da ist schon wieder so was Blaues übrigens. Ach, das ist die Wand. Na gut. Die Kinder machen Hausaufgaben. Wie geht's denen denn? Die sind... Wie gut sind die denn dabei um 2.40 Uhr nachts? Wieso sind die denn so ausgeruht? Hä? Liegt das daran, dass ich heimlich wieder den Haushalt gewechselt habe zwischendurch, um noch schnell was zu erstellen? Das ist ja merkwürdig. Was ich aber mal mache, ganz kurz bei den Opetiones, gehe ich nochmal ganz kurz hier rein und möchte gerne die Musik ein wenig leiser stellen. So hin. So. So, da kann man auch die französische Musik hören und trotzdem noch die Charaktere sprechen hören. Ach, Frikadella hat im Schlaf das Gewässer abgesucht. Sag mal, es ist 3.04 Uhr und da kommt Katrina Specht, die Zeitungstante. Nachts um 3 Uhr am Samstag? Was ist das denn für eine komische Stadt hier? Ich verstehe das nicht. So, hau schon ab. Wir haben nichts. Verschwinde! Wir haben nur französische Musik. Und Tränenmond möchte gern die Fähigkeit Gitarre lernen. Und er möchte gern ein Objekt kaufen, Teleskop. Ich glaube nicht, mein Freund. Das kannst du dir mal abschminken. Und er möchte gern die Fähigkeit Charisma lernen. Das lassen wir ihm mal. Und er möchte gerne einen Kurs in der Fähigkeit belegen. Das, wir haben doch kein Geld für sowas. Och, Kinder... Wir können uns sowas nicht leisten in unserer französischen Ausalde. So. Ah, Sims spielen auf dem Laptop ist natürlich eine wichtige Hausaufgabe. Ich mach die Musik nochmal ein bisschen leiser. Das ist mir doch gerade ein bisschen, wie ist, da kriegst du ja die Macken, wenn ihr so... So, ich hoffe, die... Guck mal, ah, c'est très bien. So, Hausaufgaben. Welches Thema haben wir denn heute? Noten. Ah, Noten, immer gut. Schreib gute Noten, mein Freund. Ja, ich muss ja über meinen alten Computer schreiben. So, Fridolin ist natürlich viel früher fertig und denkt an sich selbst, an Eigenliebe. Da ist er, der Checker. Hier, zieht ihn euch mal rein. Hey. Was will er denn jetzt machen? Achso, das ist sie. Kleidung in den Trockner geben. Ist schon wieder so laut, die Musik.
So, pass mal auf, ich mach mal gerade Umschalten auf. Ich probiere mal, ob das geht. Jetzt ist es voll leise. Ah, das gibt's doch nicht hier mit der Musik. Das ist ja alles noch ein bisschen suboptimal. So, jetzt hier. Was macht der denn jetzt? Frikadella beim Schlafen beobachten? Ich glaube nicht. Was kann er denn mal machen? Die Nacht ist jung und er ist es auch. Er könnte mal die Fähigkeit Charisma erlernen. Das macht man doch vom Spiegel, ne? Mit Spiegel spielen, aufpressen, reden üben, das steht ihm ganz gut zu Angesichte. Und Mädel, ach, sie will natürlich Computerspiele spielen. Ich glaube nicht, Tränenmond. Du wirst jetzt erstmal schön ermäßigte Kurse lesen. Ja, Jobs, Berufe. Als selbstständig registrieren, Schriftstellerin. Ach ja, sie kann ja mal wieder Schreiben üben eigentlich. So, dann haben die Kinder auch was zu tun. Schreiben, ein Sachbuch beginnen, ein Science-Fiction-Roman, Schreibfähigkeit ausbauen, Roman beginnen. Ich würde sagen, ein Science-Fiction-Roman ist doch eine gute Sache, oder? So. Buch benennen. Wie soll dein neuestes Buch heißen? Es ist ein Science-Fiction-Roman von Tränenmond. Ja, ja, pass auf, was ganz Schwerwiegendes. Tears of Technokroatia. Das ist ein super Buchtitel. Kann nur gut werden. Und sie möchte gerne ein Buch. Huch. Schreibenfähigkeit verbessern, das darf sie natürlich gerne. Und ein Buch im Wert von mindestens 30 Simoleons Tantiem pro Woche schreiben. Übernehme ich mal einfach. Und bei ihm haben wir da noch was? Kurs? Teleskop? Nee, leider nicht. Der Trockner ist ganz schön laut. Dreckige Umgebung. Hat denn die Frikadella wieder ihre alten Schlüpper liegen lassen? Ist ja klar. So, wer kann denn das mal wegräumen? Frikadella, wie sieht's denn mit dir aus? Du hast ja auch Hunger, du bist voller Energie. Eigentlich kannst du mal deinen Hintern aus dem Bett wälzen und hier vielleicht mal ein bisschen aufräumen. So. Los, beweg dich! Träume nicht von Einhörnern. Ach, komm. Komm in Wallung, Alte! Was ich übrigens bräuchte, pass mal auf, die packt jetzt mal nicht die Wäsche wäschen, sondern ich kaufe jetzt mal was, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Theken, Becken, Telefone, Mülleimer, wo ist denn hier Badezimmer? Wäsche. Was haben wir denn da? Wir haben natürlich Waschmaschine, die Überschwapper, Flatter im Wind, Wäscheleine, wäre auch noch ganz praktisch. Oder hier Kleider auf der Wäscheleine, was macht denn das? Eine oft nachgestellte Szene, damals wie heute. Kleider auf der Wäscheleine. Hängen sie dort, um zu trocknen? Will der Besitzer damit protzen? Jedenfalls ist es ein Anblick, der das Herz erwärmt. Könnten wir uns theoretisch kaufen für 48 Simol... Ach du Scheiße. Komm ins Wohnzimmer. Ich glaube, das ist für draußen. Da kann man doch hier perfekt mal... Pass mal auf. Mach ich mal so rum... Kann ich das nicht hier auf den Tümpel bauen? Nee, offensichtlich nicht. Dann hänge ich es mal hier hin. Sieht ja richtig aus wie so ein leckerer Schlömpelgarten. Reinheit Trockentücher. Reinheit Flüssigwaschmittel. Trockentücher. Kabum! Hier kommen die lang ersehnten Reinheit Trockentücher. Gib eins mit in deine nächste Trocknerladung und sieh zu, wie deine elektrisch geladene Lieblingskleidung entladen wird. Reinheit Flüssigwaschmittel. Kawumm! Wenn dich dein herkömmliches Reinheit Waschmittel im Stich lässt, rücke den Flecken mit Reinheit Flüssigwaschmittel auf den Pelz. Durch die aufrechte, gießfreundliche Flaschenform wird die Reinigungskraft vervierfacht. Reinheit Waschmittel. Kawumm! Reinheit Waschmittel verfügt über doppelt so viel Reinigungskraft zum halben Preis. Wenn man das mal ausrechnet, ergibt das 2 zum Preis für 1 einer anderen Marke. Aber denk daran, dass Reinheit Waschmittel saubere Kleidung zaubert. Herzaubert.
zusammengelegte Wäsche nicht steht so sehr für Reinheit und Ordnung wie ein hübscher, warmer Stapel zusammengelegter Wäsche direkt aus dem Trockner. Hol dir noch heute das Gefühl von Frische ohne die nervige Arbeit. Waschmittel von Pizzatz. Haben die Kinder wieder mit der schmutzigen Katze gespielt oder sich gegenseitig mit Brotmessern in die Brust gestochen und die ganzen Klamotten voll geblutet? Hat dein Hauslama auf die Tischdecke gespuckt? Macht nichts. Die Reinigungsprodukte von Pizzatz beseitigen jede Verunreinigung in 9 Waschgängen oder weniger. Oder wir essen sie. So, ein Wäschekorb von Volle Ladung GmbH. Volle Ladung weiß, dass es Tage gibt, an denen man sich die schweißdurchtränkte Kleidung vom Leib reißen und auf den Boden werfen möchte. Diese Nachlässigkeit wird jedoch spätestens dann gestraft, wenn es darum geht, den Wäscheberg wieder aufzuheben. Das muss dir nicht mehr passieren. Wirf gleich alles in den Wäschekorb. Und genau das werden wir in Zukunft auch tun und den Wäschekorb... Passt der dann noch irgendwie hin oder... Da zum Beispiel... Hat dein Sim in seinem Haus eine Waschmaschine oder einen Wäschekorb, hinterlässt er beim Umkleiden hin und wieder Wäscheberge. Möchtest du gerne mehr darüber erfahren? Natürlich. Schmutzige Wäsche. Sims können ihre Wäsche jetzt waschen, wenn sie eine Waschmaschine und einen Trockner oder eine Wäscheleine kaufen. Ach, hätte ich also, naja, egal. Hat dein Sim in seinem Haus eine Waschmaschine oder einen Wäschekorb, hinterlässt er beim Umkleiden hin und wieder Wäscheberge. Kaufe einen Wäschekorb, damit die Sims keine Kleidung auf dem Boden liegen lassen. Beim Wäschewaschen und Trocknen können Sims starke Stimmung erhalten, die ihre Zufriedenheit erhöhen. Ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Wenn die Stimmung wieder verschwinden, muss dein Sim wieder Wäsche waschen, um weiterhin die Vorteile des Wäschewaschens zu genießen. Also Kinder, wascht viel Wäsche und ihr seid total gut drauf. Ich glaube nicht. So, jetzt gucken wir doch mal, die Alte packt das bestimmt gleich auf den Boden. So, kann sie das denn jetzt in den Wäschekorb räumen? Sie kann es nur reinigen, naja gut. Und sie möchte gern einen Fisch der Gattung Goldfisch fangen und natürlich eine Wirtschaftsvergiss es. Ja, wie? Fernsehen gucken? Ich habe gesagt, räum das weg, das wird gereinigt. Und anschließend wird die saubere Wäsche geholt. Faules Stück, beweg mal deinen zarten Elfenbeinpopo. Mehr Bein als Elfe. Ach, jetzt packst du das doch da hinten rein. Das ist ja cool. So, die Wäsche schmeißt sie gleich wieder weg. Und wenn sie schon mal dabei ist, was kann sie dann mal machen? Sich einen Job suchen ist so unrealistisch. Anglerin-Karriere einschlagen? Ich glaube nicht. Gibt's denn nicht eine Fernsehkarriere? Die kann doch super gut Fernsehen. Das kann sie doch mal einfach so hauptberuflich machen. Und jetzt bitte erstmal das Mittagessen fangen. Ach, die hat da schon wieder Hunger. Pass mal auf, dann macht sie erstmal was Köstliches zu essen. Frühstück servieren. Reste essen macht's nicht. Die serviert mir jetzt mal einfach Pfannkuchen. Da freuen sich die Kinder auch mal, wenn die Mutti was kocht. Frikadella kocht. Frikadella kocht. La 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 la. Ach, köstlich, wie das aussieht. Njam, 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 njam. Und jetzt zwischen den Brüsten kneten. Njam, 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 njam. Da weiß man doch gar nicht, worauf man mehr Appetit hat. Wahrscheinlich auf die Theke. So, Fridolin ist hier dick am Üben. Ach, hör auf. Verkackt die schon wieder. Frikadella möchte Fernsehen. Ganz klar. Und die Fähigkeit erfinden lernen. Ach komm, lass mal ihr mal. Da kannst du nämlich Ausreden erfinden, wie sie wieder Fernsehen kann. Ein Objekt kaufen, Werkbank.